Und bringen dir so das Brot des Lebens
Zeites haben. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen und bitten. Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende alle Menschen in Einheit und Liebe. An den Diener und zum Papst Franziskus, unsere Bischöfe Ludwig und Erwin und alle Bischöfe, unsere Priester, Diakonen, Frauen, Männer, Jugendlichen und Kinder, die zum Dienst in der Kirche bereit sind. Gedenke auch unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie zum Leben auferstehen. Beten wir in dieser besonderen Nacht für all unsere Verstorbenen und wie jeder jetzt ganz persönlich in ganz besonderer Weise denkt. Nimm sie auf in dein Reich, damit sie dich von Angesicht zu Angesicht schauen. Erbarme dich aber auch über uns, guter Gott, damit auch uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der Gottesmutter Maria, deiner Apostel mit allen, deine Gnade gefunden haben am Beginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Christus hat uns ein für alle Mal durch seine Geburt mit Gott versöhnt. Beten miteinander, wie er selber uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede, den damals die Engel den Hirten zuerst verkündet haben, dieser Friede sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. Verneigen wir uns wieder. Geben wir uns so.